Ja, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, schön, dass Sie da sind. Ja, eigentlich sind es zwei Dinge, die wir versuchen zu zeigen jetzt. Einerseits, so ist es zustande gekommen, die zwei finden sich gut. Und das ist ja schön. Also zwei Künstler, die keineswegs irgendwie einander beneiden oder sondern voneinander gelernt haben. Und wie man wahrscheinlich relativ rasch erkennen wird, auch ein ähnliches Verfahren hatten. In dieser kurzen Tour d'Horizon hat man ja schon ein paar Hinweise gekriegt. Diese Bilder, finde ich, sind sauschlau, sie sind wirklich gescheit. Die haben alle auch Titel, darüber kann man nachdenken, und dieses Spiel von Assoziationen, das nicht einfach nur ein zufälliges Spiel ist, das versuchen wir ein bisschen zu entfalten, und das ist dann dasjenige, was auch in beiden Künstlern bei ihren Objekten sichtbar wird. Also am Anfang stellt die Dame den Herrn kurz vor, dann sollen die miteinander reden und sagen, was sie eigentlich aneinander finden, das lernen sie auch was. Dann gebe ich zu, dass ich mich auch ein bisschen wichtig machen möchte. Ich bin ja schließlich mal auch Philosoph der Kunst gewesen und versuche das ein bisschen noch zu erklären. Sie müssen dann wahrscheinlich, wenn es zu lang geht, einfach ganz mürbe in die Gegend schauen, dann höre ich sofort auf. Das war mir wichtig, wir haben das vorher besprochen, wir haben auch gesehen, dass ja, Kunst wird immer mit und gegen Kunst gemacht. Das gehört dazu. Also jeder Künstler, jede Künstlerin hat Erfahrungen mit Kunst gemacht und lässt sich davon inspirieren. Aber sie können ja nicht immer dasselbe Kunstwerk machen. Das ist das Problem der Künstler. Man kann nicht immer, wenn man von der Musik ausgeht, obwohl der toll war, wie wenn man es könnte, wie Beethoven oder Mozart, noch etwas Neues machen. Ob es dann immer gelingt, ist eine andere Sache. Aber weil Kunst in der Geschichte lebt, habe ich dann die beiden gebeten, ihr Lieblingsbild aus der Kunstgeschichte zu zeigen. Dann werden die das irgendwie kommentieren, nämlich wunder, was dabei rauskommt. Und am Schluss, falls Sie nicht schon erschöpft sind, dürfen Sie auch noch was fragen. Ja, dann beginnen wir mal. Ich stelle die beiden ganz kurz vor. Martina sitzt hier. Du bist noch so jung, dass man sagen kann, wann du geboren worden bist. Also am 29. April 1975. Dann war Martina ganz ordentlich, wie sich das gehört von einer Zürcherin, und hat mal, nachdem sie an verschiedenen Orten, also von Los Angeles über Singapur bis Zürich, ihre Schulen gemacht hat, in St. Gallen studiert, ich muss das nochmal genau lesen, Leeds Oak High School Business Administration Specialization Marketing. Bei der Hero Schweiz hast du dann Suppen verkauft oder ähnliches, wahrscheinlich Konfitüren, und irgendwann mal fandest du noch, vielleicht noch etwas anderes im Leben, und studiertest dann von 2003 bis 2007 an der berühmten Central Martins College of Art and Design to London über Design und Kunst. Du kannst dann noch mehr davon erzählen, da glaube ich, bist du dann auch zum ersten Mal dem Rolf begegnet. Seither bist du Künstlerin. Man kann das ja irgendwie sein, und hast einige Ausstellungen schon gemacht. Die wahrscheinlich jetzt umfangreichste ist jetzt gerade in der Galerie Katz, aber schon seit 2007 kann man dich beobachten. Dann zu Rolf Sachs. Wie stellt man ihn vor? Ich habe mir das überlegt. Sie alle kennen ihn natürlich, aber wir sind ja hier nicht bei der Bunten. Wie macht man das irgendwie diskret? Rolf Sachs hat wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Ausstellung gemacht. Die hat mich begeistert in Köln, typisch deutsch, aber das ist sehr viel mehr. Ich meine, es
ja auch typisch deutsch, sondern es ist auch europäisch, mitteleuropäisch, wir werden darauf zu reden kommen. Im Katalog, der übrigens auch sehr schön ist, gibt es also noch eine kleine Zusammenstellung, die darf ich vorlesen. In der Diskretion hinreißen. Rolf Sachs wurde 1955 in Lausanne, Schweiz, als Sohn eines deutschen Unternehmers und einer französischen Mutter geboren, kreativ seiner frühesten Jugend und von der ihn seit seiner Kindheit umgebenden Kunst inspiriert, begann er nach Studien in den USA und Großbritannien in den späten 80er Jahren, also nicht mehr ganz jung, künstlerisch tätig zu werden. Im Jahr 1994 zog Sachs mit seiner Frau Mariam und seinen drei Kindern nach London und gründete dort sein Studio Rolf Sachs Funk. Schön. That's all. Das ist toll, mehr muss man auch nicht wissen. Du, es gibt viele Einzelausstellungen seit 1990, also da warst du schon 35, oder? Ich täusche mich. Also viele Sachen bis eben jetzt zum Beispiel diese große Ausstellung in Köln. Gruppenausstellung, worauf ich noch hinweisen möchte, Rolf Sachs hat auch Opernbühnenbilder gemacht und auch sonst viele interessante soll man das sagen, Projekte. Was mir aufgefallen ist, ich habe ja vorher mich ein bisschen vorbereitet, 1990, da beginnst du, er nennt sich ja, vielleicht kommen wir darauf zu reden, er nennt sich ja Designer, nur eigentlich eher Künstler, ich weiß nicht, ob man heute an Stühlen sitzen kann. Die erste Ausstellung 1990, schön in Hamburg, Möbel perdu, was auch immer, also hat ja wahrscheinlich Möbel irgendwo verschwunden, oder? Also wir werden darüber reden. Okay, das war's. Mehr ist, glaube ich, im Moment nicht nötig. Die zwei stellen sich jetzt selber vor. Wir haben uns das so vorgestellt, dass zuerst Martina ein bisschen sagt, also das ist so die Spielanleitung. Martina sagt, was sie von einem Werk von Rolf besonders toll findet und wie sie ihn kennengelernt hat und umgekehrt auch. Martina, beginnen bitte. Also, ich muss ein bisschen in der Zeit zurückgehen, weil das erste Mal, als ich Rolf Sachs begegnet bin, da habe ich noch, habe ich an der St. Jose Martins in London studiert und habe ich bereits eigentlich ziemlich schnell von Anfang an mit Objekten gearbeitet, aber war nicht sicher, ob ich eher Richtung Design oder Kunst gehen werde, so wie es eben ist im Studium, da fängt man, versucht man den Weg zu finden. Und dann macht man Research und so. Und dann, ja, habe ich dann während dem Research diese Welt von Rolf Sachs entdeckt. Und jemand da irgendwie gleich tickt. Und nicht nur die Funktionalität in Objekten, sondern auch die Seelen in Objekten sieht. Und die Krankheit sieht. Jetzt liest du vor. Nein, nee, doch nicht. Gut. Jedenfalls, ich muss mich konzentrieren. War das erste Mal, dass ich ihm begegnet bin. Und dann habe ich mich dann natürlich entschieden, natürlich im Verlauf genommen, dass ich Kunst mache. Und als ich dann bei Katz Contemporary bei Friedrich Hutter eine Doppelausstellung hatte mit Gabi Hamm, waren wir am Aufbauen und da war ein Riesenchaos im vorderen Raum zur Straße und da schaut ein Mann rein mit einem großen Schal und der Brille. Und im Moment, als ich gecheckt habe, dass es eigentlich Rolf Sachs war, war bereits weg. Und dann kurz vor Ausstellungsende hat irgendwie so lustigerweise ein bisschen schicksalshaft, oder für mich zumindest, hat dann Friedrich Hutter, meine Galeristin, am Fest von gemeinsamen Freunden Rolf Sachs wieder gesehen. Und ja, hat ihn dann darauf angesprochen und dann ist er am nächsten Tag in die Galerie gekommen und eigentlich so lief. So kam dann unsere Begegnung zustande. Ja, und jetzt war ja die Aufgabe, dass wir ein Lieblingswerk oder Lieblingswerk jeweils ist wie was anderen auswählen. Und das ist natürlich für mich sehr schwierig, weil ich einige von Rolf gerne mag und wir eine gemeinsame Welt irgendwie haben. Aber ich habe mich dann für Emsigkeit entschieden. Jetzt weiß ich, wie man das sieht.
Und zwar, das war eben dann diese wunderbaren Ausstellung in Köln, als ich dieses Werk das erste Mal gesehen habe. Und die Ausstellung heißt Typisch Deutsch und wie man hier sieht, Emsigkeit nimmt natürlich die Eigenschaft und Emsigkeit der Deutschen auf. Aber was mich mehr bewegt oder interessiert hatte, war diese Gegenstellung zwischen dem Organischen und dem Geometrischen. Und diese, die Waben, die wir, sag ich, also die Bienen, die hast du einfach arbeiten lassen. Also sind natürlich gewachsen. Und in diesen Bienen, diesen organischen Formen, eigentlich so ein bisschen sinnlich weiblich, sind diese hexagonalen Formen drin. Also auf dieser der einen Ebene, aber es geht dann immer wieder weiter, dann die waren Formen wiederum in diesen Kästen und dann wiederum, ich habe genau, und dann wiederum die Funktionalität der Lampe und der Materialität der Waren, also die waren Materialität. Darf ich da kurz unterbrechen? Also ich meine, ich sehe es jetzt nicht, aber ich habe es vorher studiert. Also vielleicht fragen Sie sich, was das Ding ist. Also auf, ich habe es nämlich auch nicht gerade erkannt. Es ist eine Lampe, eine Stehlampe. Also man kann das auch in seinem Wohnzimmer aufstellen. Das ist das eine. Das zweite ist, eben es ist in dieser Ausstellung typisch deutsch, die als Idee hatte, dass so Leitbegriffe, die man mit Deutschland verbinden kann, Emsigkeit durchaus oder Wanderlust oder das Maß, dass zu diesen Klischee, sagst du ja selber, man auch, ja, oder du, so eine Art Objekt oder ein, das ist so ein Gedankenobjekt gebildet hast. Also, das ist ganz wesentlich zum Verfahren von beiden. Ich meine, das war vorher vielleicht nicht ganz so deutlich. Sie sehen diese Bilder, die Titel gehören dazu. Der Begriff, also Emsigkeit, eröffnet ein, wie soll ich sagen, Gedankenfeld, wo man Assoziationen hat und natürlich ist die Biene oder die Ameise und so weiter, ist etwas furchtbar Emsiges und dass man das mit Deutschland verbindet, gehört auch dazu. Gleichzeitig ist das verfremdet eben in einem anderen Kontext und dann kann man darüber nachzudenken beginnen. Und in diesem, ja, wenn Sie, ich weiß es nicht, wenn Sie das sehen, finden Sie es eigentlich ganz logisch, ja. Deutsche Emsigkeit, Bienenfleiß und so weiter. Dann nehme man eine Wabe oder so ein halbes Bienenhaus, erleuchte es von innen und dann haben wir schon das deutsche Wesen bis zu einem bestimmten Grad. Ja, hinterher, wenn man sieht, sagt man eigentlich klar. Vorher muss man das auch noch machen können. Eben, vielleicht sehen wir es dann auch noch beim Sipping Game und so weiter. Diese Bilder, diese Objekte, ich nenne sie gern, sind geladene Objekte. Darin gibt es eine Fülle von Gedanken, die man sozusagen entwickeln und herausspielen kann. Also ein Gedankenwerk, das einen unterhält und gleichzeitig ist es doch noch sau schön. Willst du weitermachen? Nicht? Ja, kann ich doch. wir mussten uns eigentlich auf eins festlegen. Aber vielleicht in dem Zusammenhang von Funktionalität und dass ein Objekt eigentlich mehr ist als die Funktionalität, finde ich bei dir, ist eigentlich der Stuhl, und ich weiß auch eben, anders wieder zurück zu San Jose Martins, da hat mich deine Stühle eigentlich sehr gepackt, weil du die Stühle nicht nur als Stuhl siehst, sondern irgendwie die Seele dahinter, wie du den Spieß, ich weiß auch, es gibt da einen Weg. Ja, irgendwie mit einem Stuhl, was heißt das? Im Stuhl, den Ablauf im Stuhl integriert und den Spion und den Stuhl weich machen und den Stuhl aufhängen. Also dieses. Also vielleicht kann ich weiß nicht mehr, ich sehe die Bilder nicht, aber die habe ich ja vorbereitet. Also das ist das von der FAZ, das Magazin, Titelbild. Ich bitte auch auf den Dackel zu achten. Der Dackel schaut irgendwie schlau, Rolf schaut eher treuherzig. Aber es ist im Grunde genommen umgekehrt. Ich meine, eben, wir kommen auch
soll sagen, das ist ja ein Teil, ist das noch Design oder ist das Kunst? Also das war mal eine Lampe vorhin und das sind Stühle. Nun ist mir ganz vorne, gibt es auch einen Stuhl, da im Foyer drei Werke von der Martina, vielleicht können Sie dann hinterher noch gucken, dieses längliche Gebilde am Titel. Stühle sind auch geladene Objekte. Ich weiß nicht, ob Sie sich jemals darauf konzentriert haben, aber wissen Sie, was im Zentrum des Vatikanischen Doms ist? Also Sie gehen diese irrsinnige Inszenierung eben der katholischen Kirche, dieses Umfassen der Kolonnaden von Bernini, dann kommt man hinein über eine Treppe, geht weiter und weiter und irgendwann mal kommt man zum Altar und was ist oben am Altar? Ein leerer Stuhl. Stuhl Petri. Der Stuhl signalisiert Anwesenheit und Abwesenheit Gottes. Also Stühle sind als Design, also als sozusagen Zeug, Werkzeuge, gleichzeitig voll von Ideen und damit arbeitet ein Designer oder Künstler und eben du arbeitest mit Stühlen, er arbeitet mit Stühlen, das ist sozusagen etwas, was euch auch verbindet. Ich weiß nicht, willst du ihn schon ins Spiel bringen oder willst du noch mehr erzählen? Ich habe eine sehr sexy Stimme, weil ich musste mir irgendwas einfallen lassen, damit ich gegen Martina auch eine gewisse Art habe. Und zuerst möchte ich etwas sagen, bevor ich sage, wie ich auch Martinas Werk kennengelernt habe und wie wir uns kennengelernt haben. Kurz anhängen an, was Georg gesagt hat. Uns verbindet der Stuhl, aber nicht nur der Stuhl, es sind einfach Objekte, gebrauchte Objekte, normalerweise Objekte, die existieren, die eine gewisse Spannung haben, die einen gewissen Flair haben und die, glaube ich, beiden von uns irgendwo für uns eine besondere Bedeutung haben und deren wir immer stets eine neue Assoziation geben. Der Stuhl für mich ist auch etwas sehr Wichtiges. Ich sehe im Stuhl einen Charakter. Und noch dazu, wenn Sie sich überlegen, in einem Lokal, in einem Raum, es ist an für sich der Stuhl, der das prägendste Stilelement ist. Ja, weil der Tisch ist relativ immer dasselbe und so weiter. Wenn Sie in ein Lokal reingehen, es ist der Stuhl, der wirklich die Sache bestimmt. Jetzt, wie habe ich Martina kennengelernt? Es ist jetzt, ich weiß nicht wann, es war vor 4 Jahren, 3 Jahren, fuhr ich an der Galerie Katz vorbei, wo man natürlich oft vorbeikommt, gerade wenn ich nach Hause fahre in Zürich. Und so rechts aus dem Auge schaue ich dann immer rein, was ist, und habe sofort gesehen, da ist irgendwas, was mich berührt. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es ist, ob ich das im Schlittschuh gesehen habe, ob ich irgendwas, aber irgendeinen funktionalen Gegenstand, der mich berührt hat. Und dann habe ich angehalten und bin zurückgelaufen, habe gerade rechts an der Backe, habe reingeschaut und gesagt, oh, da muss ich jetzt unbedingt hin. Und dann bin ich ein paar Wochen später, war ich wieder in Zürich und bin in die Ausstellung und das hat mich wirklich ergriffen, weil irgendwo spürte ich eine sehr starke Seelenverwandtschaft. Und wir kannten uns noch gar nicht und ich wusste es gar nicht. Und ich habe dann, Frederik war da und sie hat es natürlich gefreut, dass ich auch so irgendwo emotional diese Objekte mich so emotional berührten. Und dann hatte ich auch ein paar Sachen gekauft, die mir auch sehr, sehr irgendwo Werke, die mir wirklich was Besonderes bedeuten. Und dann ist das Wunderschöne eben, dass wir uns dann später kennengelernt haben, telefoniert haben, dass sie gesagt hat, ja, ich habe schon lange auf deiner Webseite gesehen und dass man da richtig gemerkt hat, wie diese Seelenverwandtschaft da ist. Und, aber eine Sache ist ganz klar und das ist auch jetzt, Martina möchte ich kurz sagen, jetzt eine jetzige Ausstellung, eine zweite, das ist sicherlich eine unglaubliche Steigerung zu einer ersten und sie ist wirklich, glaube ich, hat eine unglaubliche Kraft. Und dazu möchte ich dir wirklich von Herzen gratulieren. Und ich bin darauf auch wahnsinnig eifersüchtig. Das ist schön.
Martina etwas ganz Tolles und das ist etwas, Künstler sein ist ein ständiger Kampf. Und es geht immer zwischen Kopf und Bauch. Und ich habe ein sehr bewegtes Leben und leider Gottes ist bei mir der Kopf immer noch zu vordergründig und ich muss mehr Bauch, mehr aus dem Bauch ausarbeiten. Und das hat die Martina wirklich ganz toll hingebracht. Das ist auch etwas Schönes, das sage ich auch immer. Die Leute fragen mich, also ein Künstler, weil ich habe nicht Kunst studiert, dann sage ich, nein, aber man kann das nicht erfinden, Künstler zu sein, entweder man ist es oder man ist es nicht. Allerdings ist ein Studium ein Katalysator. Es bringt einen schneller nach vorwärts, es bringt einen schneller zu dem Ziel, wo man hin will. Und dort hast du wirklich was ganz Tolles. Du hast eine unglaubliche Intuition, eine unglaubliche Freiheit und und arbeitest sehr, sehr stark aus dem Bauch, wo ich sicherlich irgendwo noch kopflastig bin, aber ich arbeite damit. Ich muss aber noch sagen, welches Bild du von der Martina besonders schön findest. Ja. Also es gibt... Also wie, Objekt? Ja, es gibt viele... Also das sind ja fast immer Schlittschuhe, Kessel haben wir gesehen beim Tipping Game oder irgendwelche Duvets. Also der Ausgangspunkt, ich meine das mit dem Verfahren, tut mir leid, ich war mal Professor und darum muss man das immer ein bisschen so machen. Also Ausgangspunkt sind Gegenstände des täglichen Lebens. Und die werden genommen und ein bisschen verfremdet. Und eben das ist bei euch beiden dasselbe. Ich finde dich übrigens gar nicht so kopflastig, aber eben dann wird das in Beziehung gesetzt zu einem Gedanken, Emsigkeit zum Beispiel und so weiter. Und was findest du jetzt dein, ja, nicht das Lieblingsbild, aber etwa der Lieblingsobjekt, aber etwas, was du gut findest? Ich kann fast über jedes Objekt von Martina etwas sagen oder nicht sagen, aber etwas würde ich auf alle Fälle spüren, empfinden. Was das genau ist, ist schwierig und jeder muss das selber sehen und jeder wird verschieden reagieren. Und wie ich jetzt das letzte Mal in der Ausstellung war, bin ich durch die Ausstellung gegangen und mich dann entschlossen, dieses Werk, was Sie, glaube ich, auf dem Bildschirm sehen, jawohl, zu kaufen. Warum das und warum nicht ein anderes, an einem anderen Tag jetzt vielleicht ein anderes auch sein kann, aber irgendwo bin ich sehr froh dann. Was ist interessant daran? Und ich habe jetzt versucht, weil man kauft intuitiv und ich glaube, das ist wichtig. Aber also ich wusste, dass ich jetzt heute... das ist einfach dumm. Ja, und das muss passen. Was hat mich dort interessiert? Es ist ein Bettgestell, das ist im Endeffekt im Grunde etwas Weißes. Und dort sind diese ganzen Hämmer drangehängt, die etwas Hartes sind, etwas Kraftvolles. Natürlich hat das mit Erotik, auch mit Sex zu tun, irgendwo. Aber es hat irgendwo mehr, es hat diese Gegensätze und ich liebe auch diese Gegensätze. Ja, wo man warm und kalt, Reflexion und Dinge, ich habe jetzt zum Beispiel ein Objekt gemacht, simplizistisch, ist ein großer Schwamm, da habe ich nur einen Spiegel eingestellt. Und das ist einfach die Absorption und die Reflexion. Ja, weil das so völlig gegensätzlich ist und ich liebe auch Filz gegen einen Spiegel. Ich hasse sonst Spiegel, aber ich liebe Filz. Aber der Gegensatz, der ist immer irgendwie spannend. Und hier drin hat man irgendwie diesen Kontrast, ob man es weiblich und männlich nennen möchte, ob man was auch immer man assoziieren möchte. Ja, auf alle Fälle hat es eine irre Kraft. Darüber hinaus liebe ich die Ästhetik dieses Gestells, die Ästhetik der Hämmer. Das sind alles Gegenstände, die wir in unseren Gedanken drin haben, seit Kindheit. Wir sind vertraut damit und haben irgendwo ein spezielles nostalgisches Gefühl damit. Tut mir leid, vielleicht habe ich ein paar schmutzige Gedanken dazu, aber das gehört auch zur Kunst. Ich meine, das heißt ja, also der Titel ist ja auch bei dir, richtig, auch bei ihr. Also der Titel heißt ja Till Kingdom Comes, oder? Till Kingdom Comes. Comes. Also ja, bis das Königreich kommt, oder? Also es ist ein Bild, also, tut mir leid, es geht bei mir wieder der Professor durch, aber es ist ja, ja, vielleicht.
vielleicht nicht ein Sehnsuchtsbild, aber es zeigt etwas, was noch nicht ist, oder? Ja. Ja, also das sozusagen die Erlösung oder die Herrlichkeit des Himmelreichs, das Königtum ist noch nicht da und bisher, naja, es ist eine Matratze, es sind Nägel, es wird gehämmert und so weiter, also muss jetzt nicht die schmutzigen Fantasien allzu sehr ausweiten, aber dass dieser relativ deftige sexuelle Unterton, der ist schon drin, also da habe ich jetzt gar nichts dagegen. Das Ding, du darfst ja lesen, wie du möchtest. Aber nein, was ich natürlich darf ich lesen, es interessiert mich auch gar nicht so sehr, was du drin siehst, sondern ich finde den Titel, das Objekt, finde ich, und was ich im Gegensatz bei euch beiden immer finde, also leider können wir nicht die ganze Ausstellung von dir, die ich wirklich toll finde, in Köln besprechen. Du bist eigentlich, also das meinte ich sozusagen, ich bin auch gern gutmütig, also einen guten Mut, der eigentlich eher aufhebt und heiter und Humor ist bei dir ganz wichtig. Die Freundlichkeit zur Welt, es gibt auch ein Objekt, das ich dann ein bisschen besprechen möchte, die Schwermut ist auch das andere. Bei der Martina, wenn man, die Verfahren sind ähnlich, die Dinge haben Titel, das sind Objekte und man kann sich dazu was denken. Und bei der Martina ist schon sehr viel deutlicher, schon in der roten Farbe, das Leiden, der Schmerz, auch das Entsetzen. Also vielleicht ist das, was du als Bauch erlebst bei ihr. Also ich finde, viele Dinge haben sozusagen eine, ja, in diesem Sinne sagt man das halt so, existenzielle Note. Und das sehe ich da drin auch. Also für mich ist das nicht einfach ein heiteres Bild, sondern auch ein ziemlich heavy stuff. Aber bist du damit einverstanden? Ja, also ja, doch, ich finde es sehr schwierig, über meine eigenen Objekte, also über die konkreten Objekte zu reden. Aber ich bin einverstanden, ich sehe das selber auch. Im Moment, ich meine, das kennst du sicher auch, Rolf, wenn du etwas kreierst, und das sind teilweise Leute etwas enttäuscht, wenn man das sagt, denkt man nicht zu viel. Eben ist es vielleicht, dass es dieses Bauchgefühl ist, was passiert. Und dann steht man zurück und dann analysiert man es. Das ist wie so die linke und rechte Gehirnhälfte, die versucht in Balance zu sein. Und wenn ich so ein Werk wie im Till Kingdom Comes mache ich das nicht, weil ich keine Ahnung, eben weil mein Kingdom noch nicht hier ist. Und finde, ich mache das jetzt, sondern es ist passiert und dann analysiere ich es selber und ich bin in dem Sinne, bin ich mit ihr einverstanden. Ja, ja, nein, also ich meine, das... Aber es gibt auch verschiedene Interpretationen, ja, klar, wie man es anschaut. Aber also mir geht es ja bei solchen Veranstaltungen auch immer darum zu sagen, also Kunst ist ja etwas, was zu denken gibt, was nicht einfach nur etwas ist, wo man hinschaut und dann sagt, okay, wow und so weiter und dann vergisst man es, sondern da drin sind Gefühle, da drin ist im Prinzip eine ganze Deutung der Existenz. Der kreative Akt ist das eine, da weiß man nicht, was es kommt, aber das andere gehört auch dazu. Also ich vergleiche Kunst, alle Kunst im Prinzip immer ein bisschen mit auch der Art, wie man Musik spielt. Oder der Komponist macht eine Partitur, aber damit die Partitur klingt, muss sie interpretiert werden. Und das Interpretieren gehört in gewisser Weise auch dazu. Also das war eine Interpretation, die ich so ein bisschen angedeutet habe. Und ein gutes Kunstwerk setzt diese Möglichkeiten frei. Sie können auch die verschiedensten, ich weiß nicht, Beethoven-Sonaten ganz verschieden spielen, aber sie haben dann doch immer irgendwie so einen Heilraum. Und das ist eben gute Kunst. Und auch bei dir natürlich, wo du willst was sagen. Das ist ein interessantes Thema. Was ist Kunst und was wird es bewegt? Und wie die Martina vorhin gesagt hat, ich finde es immer schlimm, wenn man Objekte erklärt. Und ich habe hier etwas zusammengestellt, das ich schon lange machen möchte. Ich habe es noch nie öffentlich so gemacht. Und das könnten ganz andere Wörter sein.
es könnten viel weniger sein, es könnten dreimal so viel sein. Aber das sind so ein bisschen alle Eindrücke, die einen irgendwo beeinflussen beim Kreieren. Toleranz, Morgentau, Nostalgie, Liebe, Hoffnung, Avenbruch, Bauhaus, Filz, Angst, Stil, Euphorie, Gegensätze, Reflexion, Duchamp, Beuys oder Klang, Innerlichkeit, Sex, Kopf, Herz oder Bauch, Geist, Freundschaft, Bedenken, Fühlbarkeit, Schmerz, Vertrauen, Licht und Schatten, Kindheit, Logik, Geröllhalten, Befremdliches, Wind und Nebel, Seele, Spiegel oder Schwamm, Freiheit, Zeitgeist, Handwerk, Leidenschaft, Spiel, Klarheit, Frost, Kälte, Wärme und Dampf, Ästhetik, Verführung, halb voll, Haut oder Oberfläche, Offenheit, Unberührtheit, Zweifel, Toleranz. Das ist sozusagen, das sind deine Töne gewissermaßen. Das ist das, ja, was du als Komponist noch immer anders sein, ja. Aber es ist irgendwie, erklärt es ein bisschen, ja, ja. Alle die kleinen Partituren, die kleinen Dings, die irgendwo einen Einfluss haben. Also ein Werk muss sozusagen diese Gefühle freisetzen, aus diesen Gefühlen entsteht es auch. Ja, also du hast ja etwas vorbereitet, wo man das auch zeigen kann, dass mir besonders gefällt. Oder auch aus dieser Ausstellung nochmal Romantik, Deutschland, was ist typisch deutsch? Mit Distanz, aber auch mit Zuneigung, also diese bedeutende Kultur, weiß Gott, hast du dargestellt. Und da eben gibt es Stichworte von der Emsigkeit bis zur Romantik. Und ich finde das als ein tolles Werk auch, Romantik, vielleicht zeigt man das jetzt. Also einerseits sind es, glaube ich, zwei Stills und dann ist es ein kleiner Filz. Seht ihr das? Das ist zu dieser Ausstellung typisch deutsch. Dort waren 24 Objekte und Installationen und eine Installation war Romantik. Und die Romantik war natürlich etwas ganz Bedeutendes irgendwo in Deutschland. Davor hatte Deutschland die Reformation, es war alles Zucht und Ordnung und dann waren natürlich irgendwann die Intellektuellen, wollten daraus ein bisschen ausbrechen und das geschah dann Ende des 18. Jahrhunderts und ging quasi eine Zeit bis Ende des 19. Jahrhunderts. Zuerst waren die Schriftsteller, die dann in die weite Welt gingen und da habe ich versucht, das eben ein bisschen darzustellen. Da ist eine Feder über einem riesen Becken. Und da kommt alle 30 Sekunden ein Tropfen raus. Das ist irgendwie alles sehr geordnet und sehr wissenschaftlich und noch sehr strikt und ordentlich. Und dann fällt dieser Tropfen in das Becken und verfließt dann in einer ganz poetischen Art. Irgendwo fand ich, traf das ja schon symbolisch. Technisch ist das Ganze noch interessant gemacht, dass das Ganze 6 Monate gelaufen ist, ohne dass wir das Wasser austauschen mussten. Das war ein spezielles Mittel im Wasser, die natürliche Tinte dann auflöste. Und das konnte also über 6 Monate jeden Tag, 8 Stunden oder so das laufen. Nein, das war eine sehr schöne Installation und man ist irgendwie ein bisschen, im Englischen sagt man mesmerized, wenn man dann davor steht, ja, und jedes Mal diese Tropfen sieht, wie sie quasi in diesem Wasser explodieren. Du hast ja was gegen das Erklären. Ich habe viel fürs Erklären, du bist Künstler, ich bin Interpret, aber das gehört beides zusammen. Ich bitte dich, wenn niemand die Sachen sieht, die du da irgendwie intuitiv verspürst, dann bist du auch frustriert. Ich meine, es ist ja toll, dieser Gegensatz auf der einen Seite, ja, der spitz zulaufende Feder, die da in einer ganz bestimmten Rhythmik einen blauen Tropfen absondert und dann in ein ganz anderes Medium fällt, das ist unvorhersehbar. Also eben, das ist zunächst mal ein schlichter Gegensatz zwischen dem
technisch konstruktiv genau geplanten und dann passiert etwas Unvorhersehbares. Also sozusagen eine Konzeption, dann kommt irgendwie das Medium der Inspiration. Das kann man auf viele Gebiete übertragen, aber so war in gewisser Weise tatsächlich auch diese geistige Strömung der Romantik da. Und das andere ist, wenn man dann zum Beispiel mal einfach zuschaut, wie dieser blaue Tropfen ein eigenes Spiel entwickelt und auch wieder verschwindet, dann ist das auch ziemlich tiefsinnig. Also es verschwindet dann wieder im Ganzen. Will ja jetzt auch nicht, man könnte darüber wirklich ein Essay schreiben, und für mich gehört zur Kunst wirklich das dazu, dass sie man kann das deutlicher machen oder weniger deutlicher machen, dass sie diesen Gedankenreichtum eröffnet. Es gibt einen Satz eines berühmten deutschen Philosophen, den dann auch ein ziemlich berühmter Schweizer Germanist aufgenommen hat. Was ist eigentlich Kunst? Zunächst ergreift sie uns, und wie behalten wir sie? Und dann kommt das Zweite, also die Interpretation, sie begreifen, was ergreift. Und der Künstler, die Künstlerin muss zunächst mal ein solches Objekt produzieren, aber damit es dann funktioniert, muss eben dieses Ergreifen stattfinden und dann auch die entsprechende Interpretation. Also ich weiß, du hast Abneigung gegen das Erklären, aber findest du das jetzt scheiße, was ich da gesagt habe? Eben, aber das gehört ja meines Erachtens sehr dazu. Absolut. Ich fand es gut. Ja, ich meine, du tust jetzt so harmlos. Konfrontierst deine Zuschauer oder die Leute, die du ansprechen willst, mit deinen Objekten, auch mit allerlei Kultur. Also erklär mal dein Dipping Game. Okay. Das Dipping Game ist so die Idee, es hat auch eigentlich angefangen mit einem Bauchgefühl. Ja, das ist immer gut, das fängt immer an mit einem Bauch. Aber das war jetzt so das Gute und das Schlechte. Ich hatte diese Idee, von irgendwoher einen Kessel zu nehmen, mit roter Farbe zu füllen, Duvets zu nehmen und rein. Und dann die Decken nehmen und dann die Wand nageln. Das war so Dückensprungsidee. Keine Ahnung. Und dann habe ich das natürlich ein bisschen entwickelt. Und dann sehen wir dieses Bauchgefühl und dann fängt man selber an zu denken und zu schauen, was eigentlich daraus wird. Und wie uns selber eigentlich, fängt man selber an anzuschauen und zu überlegen, was das jetzt eigentlich heißt oder wie man kann man das interpretieren. Auch mit meinen Studiofreunden haben wir dann angefangen, was eigentlich dahinter ist. Und für mich ist eigentlich am Ende ist eigentlich diese ganze Installation, diesen Kessel, an Ketten, also eigentlich diese Duvets, die Kessel sind eigentlich wie so Erinnerungskessel, also die eine Erinnerung. Und diese Ketten, diese Duvets, dass man sich selber immer wieder in seinen eigenen Erinnerungen. Dipping in den eigenen Schatz, und dort ist natürlich Marcel Proust, der Meister, die Idee von dieses Gefühl, wenn man einen Geschmack oder einen Geruch, einen Geruch oder Geschmack vorbeikommt oder mir an einem Objekt seine Erinnerung auslöst, und dann dieses Gefühl von dieser Vertrautheit. Und dass man sich aber hinsetzen muss, um wirklich ganz tief nach innen zu fühlen, um diese Erinnerung wieder zu verbindlichen. Und das ist diese Idee von diesem Dipping und Dripping. Und während dem ganzen Prozess hatte ich diese Decken, als ich diese Decken in diese Kübel reingedippt habe, gab es dann so eine Überschwappung. Und das habe ich dann auf Papier dann festgehalten, und das ist jetzt dieses. Also. Und am Ende habe ich auch The Dipping Game als Titel genommen für die Ausstellung, weil für mich sind eigentlich alle einzelnen Objekte, das ist teilweise einfacher, über die Werke im Allgemeinen zu reden, als
die einzelnen Werke, aber dieses Dipping Game, die einzelnen Werke sonst in der Ausstellung oder allgemein, meine Memory Traced Objects, wie dipping into different chapters. Das können aber auch Chapters von anderen Leuten sein, wenn man Bücher liest. Aber deine ganze Erinnerungskessel, den man hat, von Büchern, die man gelesen hat, mit Freunden, die man geredet hat, die eigene Erfahrung. Also, ich meine, das muss man Dipping geben. Zunächst sehen Sie da einen Kessel, Sie sehen irgendwie ein verschmutztes Daunen-Duvet, Sie sehen irgendwelche ja, ganz schön wirkende Bilder und sagen, ehrlich gesagt, ein bisschen, was soll das, oder? Und dann beginnt man darüber nachzudenken und sagt, ja, irgendwie, verdammt nochmal, es sieht ganz gut aus. Also es sind diese ersten Emotionen und ich fand jetzt auch ganz gut, als ich da dir zuhörte, sagte, du hattest einfach mal Lust, eine Sauerei anzustellen, oder? Also wirklich sozusagen ein böses Kind zu sein. Das Duvet in rote Farbe zu tunken, überall Flecken zu machen und rumzuspritzen. Okay, also ich habe auch mal eine Psychoanalyse gemacht. Dann wird das daraus bis zu einem gewissen Grad ja ein Werk. Und eben der Titel, um das es hier geht, ist, was heißt es, sich zu erinnern? Unsere Erinnerung ist irgendwie ein Teich, in den wir manchmal eintauchen können. Und dann tauchen wir sozusagen, Schwamm ist auch jemand, etwas, womit man etwas rausholt. Das nimmt etwas raus und vieles verändert sich auch. Und es ist dann, wenn es überschwappt, etwas bleibt. Also wenn Sie sich einfach fragen, was heißt eigentlich, wenn ich mich wirklich etwas genauer erinnere, wenn ich wirklich versuche zu sagen, wie war das, was waren die Gefühle, die mein Leben bestimmt haben und inwiefern haben sie sich verändert. Also erinnern heißt ja auch immer wieder neu erfinden. Dann kommt eigentlich ein solches Werk aus. Tut mir leid, ich bin ein schrecklicher Interpretator, wenn man eben, man braucht den Titel dazu, man braucht ein paar Hints und dann sieht man, ja, das ist eine Metapher, eine Verbildlichung für das, was man tut, wenn man sich erinnert und dabei auch verändert. Ja, vielleicht ist ja was in den Sinn gekommen oder auch nicht. Also wir haben, wir können ja auch weitermachen. Ich hatte hier vor noch, aber das habe ich ja inzwischen schon untergebracht, ein bisschen über Kunstphilosophie zu reden. Also ich finde, Kunst ist eben irgendwie immer ein Medium, eine Metapher, die uns aus der Bildwelt, aus der Tonwelt hinüberträgt ins Erinnern. Beim Kant heißt das etwas, das viel zu denken aufgibt. Und das Entscheidende ist aber, das ist schon wichtig, wenn Sie Dipping anschauen oder Romantik. Also ich habe jetzt angeboten eine Interpretation, es könnte auch ein bisschen anders sein. Das Entscheidende bei der Kunst ist ja immer, es geht nicht ganz auf. Sie bleibt am Schluss ein Rätsel. Ich hätte jetzt auch das vorbereitet, aber das wäre für die Vorlesung, könnte ein wunderbares Zitat von Adorno bringen. Also dieser Rätselcharakter am Schluss, das, in der Kunst bleibt immer noch eine gewisse Fremdheit. Sie ist nie fertig. Das finde ich dasjenige, was mir besonders gefällt. Und jetzt können vielleicht mal in die Uni kommen, dann kann ich ein bisschen länger erklären, aber haben noch mehr Zeit. Ein Bild von Rolf Sachs, die zu zeigen, das mir besonders gefällt. Das heißt, schauen Sie es mal an. Haben Sie es? Ja, Moment, sag mal. Ja, wie würden Sie es taufen? Also, schauen Sie es mal an. Oh, Scheiße. Schade, mein Trick ist. Aber das hat doch etwas. Ach, nicht so. Das hat etwas Einleuchtendes. Also, Sie sehen zunächst mal auf ein Objekt und dann ist der Titel wie so ein Schlüssel, aber er ist nicht mehr als das. Schwermut. Das hat zunächst mal, als ich das sage, etwas unmittelbar Einleuchtendes.
Würde ich gerne noch fragen, wie du dann dazu gekommen bist, aber vorher muss ich selber noch was dazu sagen. Naja, jetzt schauen Sie sich an und ja, eben Schwermut. Auf der einen Seite haben Sie diese schwere goldene Kugel. Also es ist Messing, aber es ist ein goldenes Licht, das drauf ist. Für mich symbolisiert das auch so etwas wie Vollkommenheit. Und auf der anderen Seite haben Sie diesen Filz, etwas Weiches, Warmes, das uns umhüllt, aber wenn wir zu sehr umhüllt werden, dann werden wir auch erstickt. Und will das jetzt nicht länger ausführen, ich könnte da wirklich einen mittleren Essay darüber schreiben, aber es ist genau dieses glatte, vollkommene, golden glänzende und auf der anderen Seite dieses graue, schon fast nebrige, weiche, auch wohlige und gleichzeitig auf Dauer erstickende. Das steckt alles nur in den zwei Materialien und in den Assoziationen, die sie freisetzen. Und eben, das ist für mich, mit den einfachsten Mitteln wird ein sozusagen komplexes Gedankengeflecht freigesetzt. Das gehört auch zu Deutsch. Und gleichzeitig ist es ja diese Stimmung von Schwermut durchaus getroffen. Bist du zufrieden? Sehr natürlich. Filz ist ein unglaublich inniges Material und es ist ein Material, das eine echte Seele hat. Es gibt nur wenige, die eine Seele haben. Es gibt auch Metalle, Kupfer, finde ich, hat eine Seele. Holz hat eine Seele. Aber zum Beispiel, was entgegengesetzt ist, Plexiglas oder irgend so etwas. Und gerade Filz hat diesen unglaublichen Weg. Deswegen haben sich auch wahnsinnig viele Künstler angezogen gefühlt vom Filz, natürlich auch mir präsent, die Boys, die alle kennen, Filzobjekte. Aber es ist erstaunlich, wie viele Künstler stets schon seit immer mit Filz gearbeitet haben. So, jetzt sind wir dann schon bald durch, aber eine kleine Aufgabe habe ich den beiden gestellt, weil eben, das habe ich am Anfang gesagt, Kunst entsteht immer durch und gegen und mit Kunst. Ich habe beide gebeten, mal zu sagen, was eines ihrer, oder vielleicht das Lieblingsbild in der Kunstgeschichte ist, das sie immer wieder inspiriert und hinzieht. Willst du anfangen? Ja. Du willst. Also gut, Martina fängt an und das Bild haben sie, das Schweigen ist, heißt das. Ja. Okay, das war auch keine leichte Aufgabe. Natürlich habe ich 1000 verschiedene Lieblingsbilder. Also Louis Bourgeois natürlich und dann Oppenheim, Lisa als Kind und so weiter und so fort. Aber, und ihr müsst nicht erschrecken, ich weiß, es ist ein sehr, sieht aus wie ein schweres Bild. Aber ich habe das gewählt und es war für mich ganz klar von der ersten Sekunde. Ich habe das gewählt, weil mich das, dieses Bild seit dem Gymnasium bewegt. Das sieht schwer aus, ich weiß nicht. Ich habe ab und zu mal die Schule geschwänzt und damit ich kein schlechtes Gewissen hatte, bin ich dann ins Kunsthaus. Und bin an diesem Bild vorbeigelaufen und ich war einfach völlig überwältigt von dieser Intensität. Also ich habe selten ein Bild gesehen, das ich, oder ich persönlich, so intensiv gefühlt habe. Und da war für mich wie ein Ritual, dass ich jedes Mal, bevor ich das Kunsthaus verlassen hatte, habe ich dieses Bild angeschaut. Und hier ist es. Das heißt das Schweigen. Und allgemein Füßli mag ich sehr gerne, weil er hat eigentlich etwas sehr Surrealistisches. Und es gab auch wieder sehr viel im Bauch. Ja, ja. Und zu dieser Frau, es ist einerseits, gibt es hier ein bisschen, wir haben ein bisschen drüber geredet, es ist einerseits ein bisschen schwermütig, aber sie ist eben auch sehr entspannt. Sie ist eigentlich nicht verkrampft, also sie ist eher in sich gekehrt und ihre Haare sind so wie ein Wasserfall. Und sie sieht eigentlich so weich aus, sie sind so geisterhaft und trotzdem könnte es eigentlich auch eine Marmorskulptur sein. Sie sehen ja auch dieses, und der Fuß ist sehr groß, viel größer. Also als würde irgendwas unter ihr sein, das eigentlich nicht von ihr kommt. Und ja,
Ja, es ist ein sehr tiefsinniges Bild. Also, auf der einen Seite hat man das Gefühl, wirklich tiefste Depression, aber wenn man näher hinschaut, stimmt das nicht mehr. Es ist nicht verkrampft, es ist vollkommen, diese Gestalt ist vollkommen gelöst. Die Härte sind so, ich finde es einfach wunderschön. Und eben, also gleichzeitig, es gibt ja diese Idee des fruchtbaren Augenblicks bei Lessing und so weiter, man kann sich auch vorstellen, dass das wieder aufgeht. Also ich würde sagen, dass das der eine Moment, der zum menschlichen Leben gehört, wo man ganz in sich zurückkehrt, fast ins Vegetative oder schon Tellurische, würde wahrscheinlich Ernst Jünger sagen, also sozusagen ganz Atem wieder von daher aufkommt. Also es ist ein Bild, das zunächst mal eine erste Anmutung hat, die eher eben auch schwermütig ist, aber auf der anderen Seite auch wieder etwas Erlösendes, finde ich. Das ist wieder eine Interpretation. Jetzt kommen wir, können wir das andere Bild einschalten? Ja. Ich habe als ein Schlüsselwerk ein Werk von Kasimir Malevich, das Schwarze Quadrat, die meisten Leute werden es kennen, fast noch wichtiger ist vielleicht das Weiße Quadrat auf Weiß. Aber das ist natürlich ein Schlüsselwerk in der Kunst, nicht nur des 20. Jahrhunderts, sondern überhaupt in der Kunstgeschichte. Malevich war ein Suprematist, er wollte sich da total loslösen von irgendwelchem Objekt, irgendwelcher Propaganda, ob es Religion war oder Politik, sich völlig loslösen. Ja, dass die Reinheit irgendwo die wahre Liebe ist. Und das auch sehr stark im Kontrast zum Konstruktivismus, wobei sie bildlich sehr, sehr ähnlich sind und sich unglaublich beeinflusst haben, wo ich gleich wieder darauf hinkomme. Aber im Endeffekt war der Konstruktivismus natürlich irgendwo dann sehr stark geprägt, auch von einer postrevolutionären Sowjetpropaganda. Und das war überhaupt nicht, was Malevich an für sich mit seinen sehr geometrischen und puren Formen, purer Seele irgendwo sehen wollte. Natürlich hat dieses irgendwo ein ganz neues Kapitel fast eingeläutet, weil damit wurden natürlich die Konstruktivisten, damit wurde die Moderne unglaublich beeinflusst. Daraus ist der Stil entstanden, mit Mondrian, mit Rietveld, dadurch ist das Bauhaus entstanden. Und es ist auch interessant zu sehen, es ist irgendwie, dort war schon ein Anfang, dass irgendwo die Kunst sich sehr stark verändert hat, von dem Ende des 19. Jahrhunderts, wo sie sehr stark geprägt waren, durch Frankreich, Spanien, Italien. Dort ist die Kunst dann langsam im 20. Jahrhundert, die wichtigen Länder sind dann plötzlich die nördlichen Länder geworden, ob es Deutschland war, ob es Holland war. Und in den letzten paar Jahrzehnten auch noch England, das ist also irgendwo vom Katholizismus hochgewandert in die protestantische Welt. Und es ist auch sehr wahrscheinlich die erste Mal eine richtige, totale Loslösung von Dekor und von Stil. Ja, alles Sachen, die stets immer geprägt waren und die einem dann auch sehr wahrscheinlich die Möglichkeit haben, wo wir jetzt sind, dass wir diese totale Offenheit haben. Also das Werk von ihm ist sicherlich in der Kunstgeschichte eines der bedeutendsten. Aber du erlaubst, also ich meine, ich war zuerst überrascht. Ich habe gedacht, vielleicht bringt er was von Max Ernst oder vielleicht von Mondrian oder so etwas. Dann kam dieses Bild. Habe ich mir dann überlegt, wieso bringt das der Rolf Sachs? So ganz ohne Bedeutung ist das Ding nicht. Das ist wieder hochgeladen. Also ein geladenes Objekt, das heißt voll von Bedeutung. Natürlich in der Kunstgeschichte äußerst wichtig geworden, aus vielerlei Gründen. Und man könnte, darüber sind viele Bücher geschrieben worden, man könnte dieses Craquelé interpretieren. Ich habe heute mich vorbereitet mit Wikipedia, da ist man ja ganz schnell schlau. Also irgendwie ein Verweis auf Robert Flood, Manierist des 17. Jahrhunderts. Aber was, glaube ich, schon wesentlich ist zu wissen, das Bild wurde von
Mondrian, als er es zum ersten Mal ausstellte, in den Raum genau dorthin gehängt, wo die Ikone war. Von also, Malevich. Malevich dorthin gehängt. Das heißt, es ist ja beides. Es ist das Bild des abweisenden Gottes oder des schweigenden Gottes oder es ist alles und nichts. Also es ist natürlich auch ein tief metaphysisches Bild und das ist ja das, was ja, mir bei dir aufgefallen ist. All deine Objekte scheinen so nicht harmlos, so, du sagst, ich mag keine Erklärung, dabei sind sie voll von Erklärungen, aber du magst sie einfach selber nicht geben, wir sollen sie geben und damit sind wir jetzt bei der Diskussion, falls noch Lust habt weiterzumachen, dann fragen Sie doch die beiden. Ja. Wer will, wen hat irgendwas dazu gebracht? Bitte. Danke, wir haben jetzt Georg gehört, ziemlich lange. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, du bist auch ein Künstler, weil die Interpretation ist auch eine Kunst. Insofern, ich weiß, du hast die letzte Frage gestellt, was ist dann eure Interpretation? Ich denke, es ist gar nicht so wichtig, als Betrachter eines Kunstwerkes zu wissen, was hat eigentlich der Künstler damit gewollt, was waren seine Gedanken, was waren seine Empfindungen. Wichtig ist, denke ich, was löst es beim Betrachter aus? Welche Empfindungen vermag das Bild oder die Installation, was es auch immer ist, auszulösen? Und ich denke, die Kraft eines Künstlers liegt darin, dass diese Übertragung stattfinden kann auf den Betrachter, unabhängig davon, was jetzt der Künstler effektiv damit gemeint hat. Und da meinte ich, sind beide Künstler, die wir hier haben, der Wolfi und die Martina, sehr stark. Es löst etwas aus, was auch immer, aber es löst etwas aus und es hat diese Transkriptionsfunktion und das finde ich interessant. Das war meine Interpretation. Ja, es ging mir ja darum zu zeigen, wenn man nur sagt, es löst etwas aus, kann man ja fragen, ja was zum Teufel löst es aus? Und dann musst du zu reden anfangen. Das ist keineswegs das, was sich Rolf oder was Martina meinte. Aber ja, wenn du einen großen Interpreten anderer Schicht hörst, wie er Beethoven interpretiert, dann wird Beethoven eben auch was ganz anderes. Also ich bin vollkommen mit dir einverstanden, aber ich finde, dieser zweite Teil der Interpretation will ja nicht sagen, was die sagen, sondern will, das Werk hat sich bis zu einem gewissen Grad verselbstständigt. Werke wissen immer mehr als die Künstler. Und dieses Auslösen, wenn man nur sagt, naja, es betrifft, es ist wunderbar und so weiter, das befriedigt mich nicht. Ich verlange dann immer, ja, sag jetzt gefälligst auch noch, warum das gut ist. Aber Georg, du hast vorhin gesagt, ja, es darf nicht zu schnell oder stark zeigen, was es ist, sondern man muss eine Interpretation offen haben. Und das ist ein bisschen, was auch du angesprochen hast. Und das ist ganz klar, die großen Künstler, die wir jetzt irrsinnig stark empfinden, ich mache jetzt zwei Beispiele, Rauschenberg oder Twombly, ja, da wissen wir überhaupt nicht, was der Künstler wirklich gedacht hat. Ja, aber es tut uns trotzdem bewegen. Natürlich sind wir auch bewegt dadurch, dass wir es halt so viele Museen gesehen haben oder in Galerien, dass uns diese ganze Ästhetik einfach so vorgebracht hat. Und jemand kann auch voll Trombi sein und sagen, ja, denkt er jetzt, wir wären völlig blöd, ja, oder ist es ein Genie? Ja, und es ist natürlich auch mit der Zeit, hat man eine gewisse Empfindung, ja, ob das richtig ist oder nicht, wie das auch reinpasst, ist ganz egal, das Wichtige ist, dass der es anschaut, dass es einen ja, berührt. Okay. Mich würde interessieren, wie die Titel entstehen. Ist das bei euch beiden? Entsteht der Titel während dem Schaffen oder wenn das Werk fertig ist, ihr es betrachtet, ihr es erfüllt und dann einen Titel wählt?